Also, ich meine, bis hierher ist das Akzeptieren einer Sprache durch eine Turing-Maschine ähnlich, also ganz analog wie bei den endlichen Automaten. Da ist eigentlich überhaupt nichts weiter dabei, falls sie unter einer Eingabe von dem Wort Omega in einem Endzustand terminiert. Gut, bei der Turing-Maschine wird das nicht gefordert, die muss am Ende vom Wort oder sonst wo stehen. Beim endlichen Automaten ist klar, der hat das Wort gelesen, steht dann da. Bei der Turing-Maschine ist das egal. Ja. So. Jetzt haben wir hier noch diese beiden ganz wichtigen neuen Definitionen. Und zwar erstens, eine Sprache heißt halb entscheidbar, wenn eine Turing-Maschine existiert, die die Sprache akzeptiert. Ja? So, und dieses halb entscheidbar kann man eigentlich erst verstehen, wenn man entscheidbar gesehen hat. Entscheidbar ist die Sprache nämlich, wenn eine Turing-Maschine existiert, die die Sprache akzeptiert. Und zusätzlich für jede Eingabe, vor allem auch für die Worte, die nicht aus der Sprache sind, terminiert. Und das ist ja ganz wichtig. Bei so einem Entscheidungsproblem will ich natürlich, dass die Maschine mir immer eine Antwort gibt. Ja? Also das ist das, was wir eigentlich wollen. Aber das kriegen wir leider nicht immer, sondern manchmal haben wir halt nur halb entscheidbar. Das heißt, nur im positiven Fall kriegen wir eine Antwort. Und im negativen Fall kann es eben sein, dass die Turing-Maschine in Endlosschleife läuft. Ja? Ich meine, dieses Endlosschleifendilemma, das haben wir eigentlich, ja, seit wir die While-Schleifen oder While-Sprache eingeführt haben. Ja? Und Turing-Maschinen sind äquivalent zur While-Sprache und damit haben wir das Endlosschleifenproblem. Und da kann es eben dann sein, dass bestimmte Sprachen, und es wird auch so sein, bestimmte Sprachen von Turing-Maschinen zwar akzeptiert werden, aber nicht mehr entschieden. Das heißt, die werden das Wortproblem ist dann nicht mehr entscheidbar. Okay, dann haben wir über Nichtdeterminismus geredet. Genau, wir haben jetzt diesen Beweis hier nicht genau angeschaut, sondern wir haben das mit Suchbäumen angeschaut. Ja. Tatsächlich ist ja der Unterschied zwischen der deterministischen und der nicht-deterministischen Maschine der, die deterministische Maschine hat also einen deterministischen Abarbeitungspfad und die nicht-deterministische Maschine, da haben wir eben so einen Baum. Ja. Und naja, was heißt denn akzeptieren? Akzeptieren heißt doch die Frage, ob die Turing-Maschine ein Wort akzeptiert, heißt, gibt es in diesem Abarbeitungsbaum irgendwo einen Knoten, an dem die Maschine terminiert und sagt ja. Ja? Das heißt, man muss diesen Baum durchsuchen und das kann man mit den klassischen bekannten Suchverfahren wie zum Beispiel Breitensuche machen. Okay, gut. Und damit können wir diesen Satz eben formulieren, jede nicht-deterministische Turing-Maschine kann durch eine deterministische simuliert werden. Ja, da zurück nochmal. Das heißt nicht, dass die deterministischen die gleichen Probleme gleich schnell lösen können, sondern es geht nochmal nur um die prinzipielle Berechenbarkeit. Natürlich ist die deterministische Maschine viel langsamer bei bestimmten Problemen. Okay, so, ich glaube, das haben wir noch nicht gehabt, oder? Ja. Also, jetzt geht es wieder um quasi diese Dualität. Auf der einen Seite habe ich meine Chomsky-Hierarchie der Sprachen, Typ 3, 2, 1, 0 Sprachen. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Maschinenmodelle, endliche Automaten, Kellerautomaten, linear beschränkte Turing-Maschinen, Turing-Maschinen. Ja. Ja, wir werden eben sehen, dass die Turing-Maschinen die Typ-0-Sprachen akzeptieren. Ja. Und jetzt geht es eben darum, das zu verstehen. So. Also, das heißt, gegeben sei jetzt eine Typ-0-Sprache. Also, oder eine Typ-0-Grammatik ist gegeben. Und
jetzt geht es darum, das Wortproblem für Typ-0-Sprachen zu lösen. Das heißt, so ein Wort aus so einer Typ-0-Sprache besitzt dann eben so eine Ableitungssequenz. Ich starte mit dem Startsymbol und dann erzeuge ich ein Wort Omega 1, wobei wichtig hier, das ist jetzt kein Wort aus Sigma Stern, sondern da können natürlich Grammatikvariablen noch drin vorkommen. Ja? Und so geht es schrittweise weiter, bis am Ende wirklich ein Wort aus Sigma Stern entsteht. Ja? Hier steht es auch, WI aus Sigma vereinigt V Stern. Klar, da können Variablen noch drin sein. So. Ja, und was ist jetzt die Idee? Wie kann jetzt die Turing-Maschine Typ 0 Wörter erkennen? Vielleicht schauen wir uns auch zuerst ein Beispiel an. Genau. Hier haben wir ein Beispiel. Gegeben seine Grammatik. Das ist diese Dücksprache, die wir ja schon mal hatten. Und als Beispiel, gegeben sei dieses Wort, also dieser Klammerausdruck, Frage, ist der aus dieser Sprache? Klar, wir wissen es, der ist in der Sprache drin. Ja, und was die Turing-Maschine jetzt macht, ist im Prinzip den Prozess der Ableitung von dem Wort umkehren. Ja? Das heißt, wir schauen jetzt, wir haben dieses Wort und versuchen jetzt Grammatikregeln rückwärts anzuwenden. Welche Grammatikregel könnte jetzt hier drauf angewendet werden? Ja, welche könnte man anwenden? Rückwärts. Welche könnte man rückwärts anwenden? Die Epsilon, oder? Ja, und ich glaube auch, das ist die einzige, oder? Ja, genau. Das ist sogar die einzige Regel, Epsilon, und dann hätte man hier drinnen S. Und das ist auch das, was hier drüben passiert. Also wir stellen uns vor, unsere Turing-Maschine hat auf dem Band dieses Eingabewort drauf. Und jetzt wird einfach probiert. Und die einzige anwendbare Regel ist, wir können natürlich an vielen Stellen Regeln anwenden. Also das können wir machen. Wir können hier dazwischen das S reinschreiben. Aber was können wir denn noch machen? Wir können da auch ein S reinschreiben. Und da können wir ein S reinschreiben und da vorne hin und da hinten hin können wir ein S schreiben. Ja? Also praktisch an jeder Stelle in dem Wort können wir natürlich noch so ein S reinschreiben über diese Epsilon-Regel rückwärts. Ja? Bloß die anderen, die bringen uns nichts, oder? Nö. Also an der Stelle gibt es keine Regel, die dann rückwärts passt und so weiter. Aber wir könnten das so machen. So, aber jetzt haben wir das so gemacht. Gut, und jetzt matcht hier diese Regel. Klammer auf S, Klammer zu, können wir rückwärts anwenden. Dann haben wir das dastehen. Dann matcht diese andere Regel und dann sind wir fertig. So, aber wir haben vielleicht schon gesehen, das ist jetzt eine ganz billige, triviale Grammatik, aber bei aufwendigeren Grammatiken gibt es natürlich viele Möglichkeiten von Regeln, die wir da rückwärts anwenden könnten. Und es ergibt sich dann wieder ein Suchbaum, den wir mit irgendeinem vollständigen Suchalgorithmus durchsuchen müssen. Ja. So, das ist das Prinzip und die Idee. Genau. Ja, also das Problem haben wir gerade schon gesehen. Wir haben an vielen Stellen mehrere rückwärts anwendbare Regeln und die Lösung heißt, wir nehmen eine nicht-deterministische Turing-Maschine und das ist natürlich klasse. Ja? Dadurch, dass wir eine nicht-deterministische Turing-Maschine nehmen können, brauchen wir eigentlich über das Suchalgorithmus-Problem uns gar keine Gedanken machen, sondern, also wenn wir hier nochmal sind, na, an der Stelle sagt mir halt mein Orakel, dass ich diese Regel anwenden soll. Und überall, wo immer, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, frage ich halt das Orakel. Okay. Ja, was gibt es jetzt eigentlich hier noch groß zu sagen? Ja, also ist klar, wir starten auf unserem Wort. Nicht deterministisch wird eine Zeichenfolge.
und eine passende Produktionsregel, die rückwärts angewendet wird, ausgewählt. Existiert V2 nicht, was heißt denn das? Ach so, ja, wenn das heißt, es gibt gar keine passende Regel, dann hört es auf, dann sind wir fertig. Und die Maschine terminiert nicht akzeptierend. Also das kann sehr wohl sein, dass die Maschine auch sagt, das Wort gehört nicht zur Sprache. Ja? Wenn eine Regel anwendbar ist, dann wird sie angewendet und zwar so lang rekursiv, bis nur noch S auf dem Eingabeband steht. Das ist dann die Terminierung. Wenn das so ist, dann sagen wir Wort akzeptiert. Ja. Okay. Aber dieses Verfahren, das ist jetzt natürlich nur ein Halbentscheidungsverfahren. Ja, woran sieht man das? Eigentlich könnte man jetzt meinen, es wäre ein Entscheidungsverfahren, weil entweder terminiert die Maschine nicht akzeptierend oder akzeptierend. Aber was könnte denn jetzt noch passieren? Also so in Richtung Endlosschleife. Kettenregel in der Grammatik. In der Grammatik, ja. Ja, was heißt das, eine Kettenregel? Wo ist das Problem, sagen wir so? Dass eine Regel, sagen wir mal, rekursiv irgendwie aufgerufen wird. Also, dass immer wieder dasselbe Wort. Ja, aber das, ich meine, das macht ja prinzipiell kein Problem. Sehe ich jetzt nicht das Problem. Also ich meine, hier haben wir ja auch, das sind ja auch rekursive Regeln da in unserer Grammatik drin. Also Grammatiken ohne rekursive Regeln sind tatsächlich auch ziemlich langweilig. Aber es könnte sein, dass das immer zwischen zwei Worten hin und her springt, oder? Je nachdem, wie die Grammatik aufgebaut ist, dass vielleicht V1 auf V2 geht, V2 auf V3 und V3 wieder auf V1 und sich dann halt so unendlich immer wieder dieselben Worte erzeugt. Ja, aber wir haben ja eine nicht deterministische Maschine, die uns immer die richtige Regel sagt. Lassen Sie sich jetzt von mir nicht ins Boxhorn jagen, ja? Also das, was ich gerade gesagt habe, nicht deterministische Maschine gibt uns immer die richtige Regel an. Das ist dann richtig oder interessant, wenn das Wort in der Sprache ist. Wenn ich aber ein Wort habe, das nicht in der Sprache ist, dann kann mir ja das Orakel gar nicht die richtige Regel sagen. Also die Regel, die zum Akzeptieren führt. Ja, das heißt, dann wird mir das Orakel irgendwas sagen. Und jetzt geht es um die Frage der Terminierung. Und da ist es dann tatsächlich so, dass solche Zyklen kritisch werden könnten. Also das, was Sie gesagt haben, da könnte es tatsächlich, also die Frage ist, kann das sein, dass es so Oszillationen gibt? Ich habe ein Wort und dann oszilliert es immer zwischen zwei Worten hin und her. Ja? Und wir reden jetzt über Typ-0-Sprachen. Und bei Typ-0-Sprachen, da können solche Dinge passieren,
Weil bei Typ-0-Sprachen, da können ja auf der linken Seite von der Regel auch längere Ausdrücke stehen. Und dann kann es ja sein, dass das, also wenn ich jetzt eine, wie ist das bei, ja, auf der linken Seite größere Ausdrücke stehen und außerdem können beim Ableitungsprozess die Worte auch kürzer werden, bei der Typ-0-Sprache. So, und das heißt wiederum, bei dem Rückwärtsprozess kann das Wort auch länger werden. Und dann wieder kürzer und wieder länger und wieder kürzer und dann können wir so üble Zyklen kriegen. Und das ist natürlich, und das führt dann dazu, dass der Prozess nie terminiert. Egal wie ich nicht deterministisch das auswähle, das kann dazu führen, dass der Prozess eventuell nicht terminiert. Ja, und dann haben wir unsere Endlosschleife und das Problem. Ja. Wenn hingegen das eine Typ-2-Sprache ist, dann muss ja bei diesem Rückwärtsableitungsprozess kann das Ding nie länger werden, sondern muss tendenziell immer kürzer werden. Und dann, wenn es immer kürzer wird, dann terminiert das Ding auch irgendwann. Aber das ist eben bei Typ 0 nicht mehr gegeben. Das ist das Problem. Okay, gut, ja. Damit können wir diesen Satz hier formulieren. Zu jeder Typ-0-Sprache existiert eine Turing-Maschine, die L akzeptiert, aber mehr nicht. Ja? Das heißt, wir können nicht mehr garantieren, dass die Turing-Maschine nach endlicher Zeit garantiert terminiert. Sondern das Terminieren können wir nur garantieren, wenn das Wort in L ist. Dann haben wir Terminierung garantiert. Okay, gut. Kontextsensitive Grammatik Typ 1 mit L kleiner gleich R ist jetzt die Frage. Eigentlich habe ich die vorhin fast schon beantwortet. Was ist mit Typ 1 Grammatiken? Also insbesondere natürlich die Frage, ist da dann das Wortproblem entscheidbar? Da müsste dann entscheidbar sein, oder? Weil wir da nicht so Oszillationen kriegen können. Ja, genau. Und zwar eben, also das Eingabewort kann ja niemals länger werden bei dieser Rückführung. Deswegen können wir das Wortproblem entscheiden mit einer nicht deterministischen Maschine, ist klar, weil die rät dann ja immer quasi, welches ist die richtige anwendbare Regel. Und es genügt sogar eine linear beschränkte Turing-Maschine. Und zwar eben, weil dieses Wort nicht beliebig groß werden kann, sondern das kann gleich lang bleiben oder kleiner werden. Und deswegen genügt mir eigentlich ein Band, das so groß ist wie das Eingabewort oder ein bisschen größer vielleicht noch. Also reicht hier eine linear beschränkte Turing-Maschine aus. Okay. Ja, und jetzt stellen sich noch ein paar weitere Fragen. Und zwar das sogenannte erste LBA-Problem. Also LBA steht für linear beschränkter Akzeptor, also eine linear beschränkte Turing-Maschine. Lässt sich jede nicht-deterministische linear beschränkte Turing-Maschine durch eine deterministische linear beschränkte Turing-Maschine simulieren? Ja? Das ist ja eine interessante Frage. Diese Frage schließt sich praktisch direkt an das, was wir schon bewiesen haben. Nämlich, wenn wir das linear beschränkte mal weglassen, wie ist es denn mit Turing-Maschinen, die nicht beschränkt sind? Also das wissen wir schon. Was wissen wir da? Sind gleichmächtig. Genau, so ist es. Ich kann jede nicht-deterministische Turing-Maschine durch eine deterministische simulieren, indem wir eben unseren Suchbaum durchsuchen. Wie ist es bei den linear beschränkten Turing-Maschinen?
Eigentlich müsste man ja meinen, na ja, die sind doch einfachere Maschinen, dann wird es doch auch gehen mit dem Simulieren. Aber Vorsicht. Eigentlich, wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, wäre ich eigentlich eher verleitet zu sagen, ah nö, das geht nicht mit dem Simulieren. Warum? Ja, weil diese linear beschränkte Turing-Maschine, die hat ja nur ganz wenig Speicherplatz. Im Wesentlichen passt das Eingabewort drauf. Und jetzt schauen Sie, denken Sie nochmal an dieses Suchbaumproblem und denken Sie zum Beispiel an Breitensuche. Breitensuche braucht ganz schön Speicherplatz. Ja? Und jetzt ist die Frage, reicht mir dieses beschränkte Band aus, um diesen Suchalgorithmus laufen zu lassen? Wobei andererseits, wissen wir ja auch aus KI, es gibt ja vollständige Suchalgorithmen, die nicht so viel Speicher benötigen. Zum Beispiel Iterative Deepening A-Stern. Da kommen wir mit linearem Speicherplatz aus. So, und jetzt ist die Frage, geht es jetzt generell oder nicht? Und tatsächlich lautet die Antwort, wir wissen es nicht. Also nicht nur wir wissen es nicht, sondern die ganze Community hat dieses Problem noch nicht gelöst. Das ist ein heute noch ungelöstes Problem. Gut, da bringt es jetzt auch nichts, nicht viel, wenn wir da jetzt noch groß weiter diskutieren. Da haben sich andere Leute schon die Köpfe drüber zerbrochen. Dann schauen wir uns lieber an das zweite LBA-Problem. Wird mit jeder Sprache, die von einer linear beschränkten Turing-Maschine erkannt wird, auch deren Komplement von einer linear beschränkten Turing-Maschine erkannt? Das Komplement heißt ja, das sind all die Worte, die nicht in der Sprache drin sind. Ja? So. Und das heißt, wenn wir hier drauf die Antwort Ja geben, dann bedeutet das, dass das Wortproblem entscheidbar ist. Das ist sofort die Konsequenz. Warum? Weil das Komplement ja alle Wörter sind, die nicht in der Sprache sind. Eben. Weil ich dann in jedem Fall nach endlicher Zeit eine Antwort habe. Genau. So, und deswegen heißt hier drauf die Antwort Ja. Hier heißt die Antwort Ja, denn die linear beschränkten Turing-Maschinen, die lösen nämlich das Wortproblem für Typ-1-Sprachen und das Wortproblem für Typ-1-Sprachen ist eben entscheidbar. Ja. Gut. Jetzt können wir natürlich noch eine weitergehende Frage stellen, nämlich, also unsere Chomsky-Hierarchie, die hört ja bei Typ 0 nicht auf. Es gibt ja auch noch Sprachen, die außerhalb liegen. Ja? Typ 0-Sprachen ist ja die Menge der Sprachen, die wir durch Grammatiken beschreiben können. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, können die Turing-Maschinen vielleicht noch mehr akzeptieren? Aber hier lautet die Antwort natürlich nein. Ja? Warum lautet denn die Antwort nein? Können wir da irgendwie das verstehen oder ein Gefühl dafür kriegen? Warum? Was ist der Unterschied zwischen Typ-0-Sprachen und Sprachen, die außerhalb liegen? Vielleicht sollte man doch anfangen, nochmal so ein bisschen so eine Sprachenhierarchie zu skizzieren. Hier haben wir 2 hoch Sigma Stern. Das ist die Menge aller Sprachen. Also die Sprachen sind ja die Teilmengen von Sigma Stern. Also 2 hoch Sigma Stern, das sind alle Sprachen. Und dann haben wir hier als Teilmenge Typ 0 und dann Typ 1, 1,
2 und 3. So, irgendwie sieht das Bild aus. Und jetzt geht es um die Sprachen hier außerhalb von Typ 0. Was wissen wir denn über die? Oder was wissen wir nicht über die? Die Struktur, ob sie überhaupt eine hat. Ja, genau, das ist der Punkt. Ob die überhaupt eine Struktur haben. Ja? Ich meine, Typ 0, diese Menge, das ist die Menge aller Sprachen, die sich durch eine formale Grammatik beschreiben lassen, also die sich durch Regeln beschreiben lassen. Ja? Und außerhalb, ich meine, das heißt nicht, dass die Sprachen außerhalb gar keine Struktur haben dürfen, aber die haben irgendwie chaotische Elemente drin. Ja? Und da ist doch irgendwie verständlich, dass mit so einer formalen Maschine wie der Turing-Maschine das wohl nicht mehr geht. Genau, aber ja, viel mehr kann ich da jetzt auch nicht dazu sagen. Ja? Aber dadurch, dass wir hier tatsächlich die Antwort Nein haben, können wir natürlich jetzt diesen Satz formulieren: Die Klasse der Typ 0 Sprachen ist mit der Klasse der von Turing-Maschinen akzeptierten Sprachen identisch. Also Turing-Maschinen können genau die Typ 0 Sprachen akzeptieren und keine anderen. Genau, und mit den Typ 1 Sprachen jetzt nochmal. Die Typ-1-Sprachen werden genau von den linear beschränkten Turing-Maschinen akzeptiert. Ja. Okay, so, jetzt möchte ich über das Bissi-Beaver-Problem noch reden. Ha? Und zwar, ja, zum einen ist es eine nette, man könnte sagen, Spielerei für Informatiker. Zum anderen gibt uns das aber auch noch ein bisschen ein Gefühl für, ja, für die Mächtigkeit von Turing-Maschinen. Ja. Und zwar die Aufgabe, hier steht's: Gesucht ist eine deterministische Turing-Maschine mit dem Arbeitsalphabet 1 und Leerzeichen. Also es gibt nur die Zeichen 1 und das Leerzeichen und eine vorgegebene Zahl von Zuständen. Also wir sagen zum Beispiel jetzt, wir erlauben nur 2 verschiedene Zustände. Und jetzt ist die Frage, wenn ich diese Maschine starte auf einem leeren Turing-Band, gibt es eine Turing-Maschine mit 2 Zuständen, die 1000 Einsen aufs Band schreiben kann und dann terminiert? Oder also die eigentliche Frage ist, wie viele Einsen kann eine Turing-Maschine mit 2 Zuständen zum Beispiel maximal aufs Band schreiben und dann noch terminieren? Was würden Sie denn sagen? Was ist die maximale Zahl von Einsen, die eine Turing-Maschine mit 2 Zuständen aufs Band schreiben kann? Oder überlegen Sie sich doch mal, wie könnte ich eine Turing-Maschine programmieren, die wahnsinnig viele Einsen schreibt? Ich habe da übrigens eine ganz coole Antwort. Habe ich beim letzten Mal schon an die Tafel geschrieben, die Maschine. Und zwar, ich schreibe sie gerade nochmal hin. Hier. S0, leer, weil es 0,1, rechts. Das ist die triviale Endlosschleife, die schreibt mir unendlich viele Einsen aufs Band. Also, und die hat übrigens nur einen Zustand. Super. Und damit ist doch alles Problem gelöst. Warum so blöde Fragen? Turing-Maschine mit vorgegebener Zahl Zustände, mit einem Zustand können wir unendlich viele draufschreiben. Ah, super. Terminiert aber nicht. Eben, das ist der Punkt. Die terminiert aber nicht. Also quasi Endlosschleifen, das ist billig, das ist total billig. Aber die Frage ist, und zwar, warum ist die Frage jetzt interessant? Auch interessant ist natürlich zu sehen,
wie viele Einsen sind es denn, die jetzt eine Turing-Maschine mit, was weiß ich, 5 Zuständen schreiben kann? Weil, und da ist diese Endlosschleifen-Turing-Maschine natürlich interessant. Die Endlosschleifen-Turing-Maschine, die ist immer im gleichen Zustand, liest immer ein Leerzeichen, schreibt immer eine 1. Ja? Und die, das ist deswegen eine Endlosschleife, weil die Maschine nicht in der Lage ist, irgendwie eine Struktur zu erkennen. Es ist alles uniform und deswegen kann die gar nicht terminieren. Wenn ich jetzt eine Maschine schreibe, die terminiert, die darf ja nicht in eine Endlosschleife laufen. Das ist der Punkt. Die Maschine darf nie in eine Endlosschleife kommen, weil sobald sie da drin ist, ist es vorbei. Das heißt, die Maschine, die Zahl der Konfigurationen der Maschine müssen unterschiedlich sein. Sobald die Maschine in einer Konfiguration ist, in der sie schon mal war, haben wir eine Endlosschleife. Also diese Frage hängt zusammen damit, wie viele unterschiedliche Konfigurationen kann denn so eine Maschine einnehmen? Und das wiederum gibt uns ein Maß für die Komplexität, für die Mächtigkeit von den Turing-Maschinen. Ja, okay, gut. Jetzt ist das eigentlich eine ganz praktische Aufgabe. Also jetzt so ein fleißiger Biber mit 2 Zuständen ist zum Beispiel hier angegeben. Ja? Sie sehen Z0 und Z1 und dann irgendwelche Regeln. Gut, hier steht jetzt R und L statt dem Pfeil, aber ist klar, was gemeint ist, rechts und links. Und okay, wenn man die jetzt ausführt, ich will das gar nicht tun, die schreibt dann 4 Einsen und bleibt stehen mit 2 Zuständen. Dann haben wir hier einen fleißigen Biber mit 3 Zuständen, jetzt als Tabelle angegeben. Sie sehen, 3 Zustände. Und der schreibt 6 Einsen und bleibt dann stehen. So, ich will, ich meine, Sie können sich gern den Spaß machen und selber mal solche Maschinen sich überlegen. Oder hier haben wir noch einen anderen mit 3 Zuständen, bei dem auch nur der Graph angegeben ist. Ja, genau, aber bevor wir jetzt das anschauen, möchte ich erst einmal die Tabelle hier zeigen. Hier, in dieser Tabelle ist angegeben, Sigma von n, genau. Sigma von n ist die maximale Zahl von Einsen, die eben so ein Biber mit n Zuständen ausgeben kann. Also, hier haben wir die Zahl der Zustände angegeben und hier S von n. Hier Sigma von n. Ja. Und wir sehen, dass das für bis 3 Zustände, bis 4 Zustände eigentlich ziemlich langweilig ist. Bei 5, eine Maschine mit 5 Zuständen kann schon mehr als 4000 oder mindestens 4098 Einsen schreiben und dann noch anhalten. Bei 6 Zuständen ist die Zahl schon deutlich größer. Da sind wir schon bei 10 hoch 1439. Also vielleicht erinnert uns das wieder ein bisschen an die Ackermann-Funktion. Bei der Ackermann-Funktion hatten wir ja auch so eine extrem schnell wachsende Funktion gesehen. Ja? Also die Ackermann-Funktion wächst extrem schnell und das kann man auch sagen, die wächst extrem schnell von 10 hoch 3 auf 10 hoch 1439. Und wie die nächste Zahl aussieht, da könnte man wahrscheinlich den Exponenten schon gar nicht mehr hinschreiben. Und das finde ich schon beeindruckend. Das finde ich beeindruckend. Eine Maschine mit 6 verschiedenen Zuständen nur kann quasi irgendwie sich so viele Konfigurationen voneinander unterscheiden. Das ist es ja. Weil wenn sie die nicht mehr unterscheiden kann, kommt sie in eine Endlosschleife. Ja. Genau, und T von N, das ist die Rechenzeit, die die Maschine dann braucht. Haben wir das jetzt irgendwo formal definiert? Ne. Ach so, ne, sorry, ne, das ist nicht richtig. Hier steht's. T von N ist die Zahl
unterschiedlicher Turing-Maschinen, die es gibt. Also für n gleich 6, das heißt mit 6 Zuständen und diesem Bandalphabet und so weiter, gibt es ungefähr 3,9 mal 10 hoch 19 verschiedene Turing-Maschinen. Ja, ich meine, es ist irgendwie plausibel, dass die Zahl vielleicht jetzt nicht so schnell wächst wie die hier. Aber auch das ist natürlich schon ganz interessant. Ja. Okay, genau, und das hier, das ist die Rechenzeit. Ja. S von n ist die maximal mögliche Zahl von Rechenschritten. Also das ist eigentlich eine andere Aufgabe. Das ist die eigentliche Busy-Bieber-Aufgabe. Wie viele Einsen kann so eine Maschine maximal schreiben und dann anhalten? Eine andere ganz ähnliche Aufgabe ist die Frage, wie viele Rechenschritte kann so eine Turing-Maschine mit zum Beispiel 6 Zuständen laufen, bevor sie stoppt und ein leeres Band hinterlässt. Und da kommen, ich meine, das ist eine ähnliche Größenordnung wie da. Okay, und da gibt es eben so eine kleine Community von Leuten, die sich mit diesem Busy-Beaver-Problem beschäftigt. Und hier quasi für den Beweis von diesen entsprechenden Zahlen gibt es da entsprechende Quellen. Also die Herren Lin und Rado, die haben quasi diese Zahlen gezeigt und die hier und die hier. Und da dann Brady und dann Marxen und Buntrock hier. Wobei, Sie sehen, hier haben wir exakte Ergebnisse und da haben wir bloß noch größer gleich. Exakte Ergebnisse haben wir bis hierher aus einem ganz einfachen Grund. Weil hier sehen wir, wie viele Turing-Maschinen wir haben. Das sind 6,1 mal 10 hoch 11. Die meisten Ergebnisse wurden rein empirisch herausgefunden, nicht durch irgendwie Theorie und Mathematik. Naja, und rein empirisch, 6,1 mal 10 hoch 11 Turing-Maschinen, naja, das ist noch was, was man einfach durchprobieren kann. Wir lassen die einfach alle laufen. Wir lassen die einfach alle laufen, diese 10 hoch 11 Turing-Maschinen, und schauen, wie viele Einsen. Also, wie viele Einsen schreiben die maximal aufs Band und halten dann an. Und wenn wir die quasi alle haben durchlaufen lassen, alle Maschinen, dann können wir tatsächlich sagen, 13 ist es. Jetzt hier, da gibt es halt schon 10 hoch 15 und das wird schon richtig viel. Da können wir eigentlich bloß warten, bis wir eine gefunden haben, die viele Einsen schreibt, und offenbar haben die eine Maschine gefunden, die 4098 Einsen aufs Band schreibt und dann anhält. Und damit ist nur bewiesen, größer gleich, weil es könnte ja noch eine geben, die mehr Einsen schreibt. Ähnlich auch hier bei der Zahl der Rechenschritte. Ja, gut. Okay, genau. Ja, und dann, hier haben wir noch, explizit kann man eine Formel angeben, nämlich für die Zahl der Turing-Maschinen. Ja, für die Anzahl der Turing-Maschinen, also und zwar Anzahl deterministische Turing-Maschinen mit dem Bandalphabet 1 und Leerzeichen und n Zuständen und einem n-Zustand. Also bei dem n zählt der n-Zustand nicht mit. Ja, also n Zustände plus n-Zustand. Und dann gibt es n mal 6n plus 1 hoch 2n deterministische Turing-Maschinen. Also das ist natürlich schon eine Funktion, die auch relativ schnell wächst. Und diese Funktion, das ist eben die, die wir hier numerisch approximiert haben. Ja. Ja, genau. Und die Übungsaufgabe 6.4 im Buch ist genau die Aufgabe, nämlich diese Formel herzuleiten. Was muss man denn tun, wenn man so eine Formel herleiten will? Naja, man muss sich einfach überlegen, wie viele solche Regelmengen gibt es für eine Turing-Maschine. Das ist alles. Ja? Eine Turing-Maschine besteht ja aus diesen, also jede Turing-Maschine ist so eine Regelmenge. Und dann kann ich ja hier bei n Zuständen, das heißt, ich habe da auf der linken Seite
N Möglichkeiten hier, da habe ich zwei Möglichkeiten, da habe ich wieder N Möglichkeiten, da habe ich wieder zwei Möglichkeiten und da habe ich zwei Möglichkeiten und dann überlegen, wie viele Kombinationen von solchen Regeln gibt es. Das ist alles, das ist ein bisschen Kombinatorik und dann kann, damit ist die Formel hergeleitet. Okay, ja, genau. Und jetzt haben wir noch ein Berechenbarkeitsergebnis, ein ganz interessantes, lustiges, das wir auch gleich noch beweisen werden. Und zwar diese Funktion Sigma von n, also das ist diese Funktion, diese so schnell wachsende Funktion, die angibt, wie viele Einsen so eine Maschine mit n Zuständen maximal schreiben kann. Diese Funktion, die angibt, wie groß die maximale Zahl von Einsen ist, die ein fleißiger Biber mit n Zuständen ausgeben kann, ist nicht berechenbar. Die Funktion ist nicht berechenbar. Was heißt das wiederum? Ja, das heißt doch, das ist zwar eine Funktion, die ist wohl definiert und die gibt's, aber es gibt keine Turing-Maschine, also ich kann die nicht formal durch ein Programm berechnen lassen. So. Ja, und jetzt führen wir den Beweis. Das ist übrigens hier ein bisschen komisch. Da steht der Anfangsteil hier und auf der nächsten Folie nochmal. Deswegen wechseln wir gleich hier. Genau. Also, nehmen wir mal an, wir führen jetzt einen Widerspruchsbeweis. Wir nehmen an, diese Funktion Sigma wäre berechenbar und Eval Sigma wäre jetzt eine Turing-Maschine, die gestartet auf einem Band mit n Einsen Sigma von n berechnet. Also dieses Eval Sigma, das ist eben eine Turing-Maschine, die dieses Problem löst, die das Sigma von n berechnet. Und das heißt, dieser Maschine Eval Sigma muss ich ja als Input erst einmal sagen, hey, du kriegst als Input die Zahl 15 und jetzt will ich wissen, eben den Wert Sigma von 15. So. Okay, das heißt, gestartet auf einem Band mit n Einsen, berechnet die Sigma von n und schreibt dann Sigma von n Einsen auf das Band. So. Und diese Maschine Eval Sigma, das ist ja eine konkrete Turing-Maschine, wenn es die gibt. Und wir nehmen jetzt mal an, die Zahl der Zustände, die nennen wir jetzt Groß N. Aber das ist eine feste Zahl, die hat Groß N Zustände. Also Groß N ist konstant und Klein N ist variabel. So. Und jetzt basteln wir, basierend auf dem Eval Sigma, eine neue Turing-Maschine. Ja? Und zwar, wir nehmen jetzt noch ein paar einfache Maschinen her. Wir nehmen eine Maschine mit dem Namen Verdopple. Und was macht die? Ja, die verdoppelt die Zahl der Einsen, die auf dem Band steht. Also wenn die als Input 100 Einsen kriegt, dann wirft sie 200 Einsen raus. Außerdem haben wir eine Maschine Schreibe Einsen mit n Zuständen, die n Einsen auf das Band schreibt. Das ist ja auch trivial. Also eine Maschine mit n Zuständen, die n Einsen schreibt. Also es gibt natürlich Maschinen mit viel weniger Zuständen, aber wie gesagt, das reicht uns. Ja? Okay, also wir haben die Verdopple-Maschine, die Schreibe-Einsen-Maschine und dann haben wir noch unsere Maschine. Die hat N-Zustände, die Schreibe Einsen hat N-Zustände und übrigens die Verdopple-Maschine, die braucht wenige Zustände. Also ich denke, das ist klar. Oder? Also eine Idee, wie man die Verdopple-Maschine programmieren könnte. Ich habe so einen Block Einsen auf dem Band stehen und dann kommt das leere Band. Und ja, wie könnten wir es machen? Wir tun für jede 1, die wir hier lesen, da hinten eine hinschreiben, dann wieder zurückfahren und so weiter. Ja? So könnten wir es. Natürlich müssen wir immer die Stelle markieren, wo wir waren, aber da nehmen wir uns halt ein extra Bandzeichen und das können wir mit sehr wenig Zuständen machen. Also das heißt, mit einer konstanten kleinen Zahl Zustände können wir Verdoppeln realisieren.
okay, und jetzt basteln wir eine neue Maschine durch Komposition. Und zwar, wir tun Schreibe Einsen und jetzt dieser Pipe-Operator heißt dann, das Verdopple wird nach Schreibe Einsen angewendet. Also Schreibe Einsen, die schreibt groß N-Einsen aufs Band. Verdopple, verdoppelt die, dann haben wir zwei N-Einsen und dann nochmal verdopple, dann haben wir vier N-Einsen und dann wenden wir Ewald Sigma drauf an. Ja? So. Genau, die Zahl der Zustände, die diese Maschine hat, ist, wie ist denn das? Genau, die Verdopplemaschine, die hat N-Zustände. Ewald Sigma hat auch N-Zustände. Und ich meine, die hier, das ist ja die gleiche wie die. Also da haben wir N plus N macht 2N und dann noch ein paar wenige mehr. Also ein bisschen mehr als 2N-Zustände hat unsere jetzt neu erzeugte Maschine. Und am Ende, wenn die fertig ist, was macht sie dann? Ja, dann schreibt die Sigma von 4N-Einsen auf das Band. Ja? Also wenn diese Maschine fertig ist, dann hat sie Sigma von 4N-Einsen auf das Band geschrieben. Und damit haben wir einen Widerspruch hergeleitet. Nämlich einen Widerspruch zur Definition von Sigma von N. Ja? Warum ein Widerspruch? Weil diese Maschine, die wir da erzeugt haben, die hat zwei N-Zustände und das heißt, eine Maschine mit zwei N-Zuständen nach unserer Annahme oder nach der Definition von Sigma von N, die darf höchstens Sigma von 2N-Einsen aufs Band schreiben. Die schreibt aber Sigma von 4N-Einsen aufs Band, also viel, viel mehr. Und das kann nicht sein. Also Widerspruch. Das heißt, unsere Annahme Sigma von N wäre berechenbar als falsch. Okay, also haben wir zurück diesen Satz hier bewiesen. Nämlich Sigma von N ist nicht berechenbar. Ist schon interessant, dass diese Nichtberechenbarkeit ähnlich wie bei der Ackermann-Funktion irgendwie zusammenhängt damit, dass die Funktion so gigantisch schnell wächst. Also offenbar ist es so, bei Funktionen, die zu schnell wachsen, die sind offenbar nicht mehr berechenbar. Okay, genug erst einmal vorläufig zum Thema Berechenbarkeit. Jetzt reden wir über Entscheidbarkeit. Entscheidbarkeit ist eigentlich nur ein Spezialfall von Berechenbarkeit, weil wir reden hier über Akzeptoren. Das ist ja auch bei den Turing-Maschinen. Wir haben erst den Turing-Maschinenbegriff eingeführt und dann gesagt, okay, und Akzeptoren, das sind ganz spezielle Turing-Maschinen. Nämlich das sind Turing-Maschinen für die spezielle Aufgabe, Wortproblem zu lösen. Ja? Genauso ist Entscheidbarkeit ist nichts anderes als die Frage, ist das Wortproblem berechenbar? Okay, und aber jetzt schauen wir uns diese Definition nochmal an hier. Eine Menge M heißt entscheidbar, falls die charakteristische Funktion chi M von T nach 0, 1 mit chi M von Omega ist 1, falls Omega in der Menge ist und 0, falls Omega nicht in der Menge ist. Also Sie sehen, diese charakteristische Funktion ist nichts anderes als die Wortproblemfunktion. Ja, also falls diese charakteristische Funktion berechenbar ist. Sie sehen auch hier, Entscheidbarkeit wird zurückgeführt auf Berechenbarkeit. Okay, dann M heißt halb entscheidbar, falls die partielle charakteristische Funktion
chi m Strich von t nach 1 mit chi m Strich von Omega gleich 1, falls Omega aus m, und gleich undefiniert, falls Omega nicht aus m berechenbar ist. Ja? Wobei wir hier eben dieses undefiniert haben. Ja? Und also das heißt, und ich meine, wir wissen ja auch schon, was halb entscheidbar ist. Dieses undefiniert hat eben zur Konsequenz, dass unsere Turing-Maschine eventuell in der Endlosschleife hängt und wir dann am Ende halt nichts wissen. Okay, ja, hier steht nochmal, das stellt die Verbindung zwischen Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit her, diese charakteristische Funktion. Also über die charakteristische Funktion können wir eben die Entscheidbarkeit zurückführen auf Berechenbarkeit. Okay, vielleicht, ja genau, jetzt in anderen Worten nochmal die Definition formuliert. Eine Sprache L ist entscheidbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die für jedes Wort nach endlicher Zeit hält und eben die charakteristische Funktion für die Sprache berechnet. Ja. Oder das Entscheidungsproblem zu so einer Funktion von n hoch n nach 0, 1 ist die Sprache L, die aus der Menge aller Worte besteht, für die eben f und w gleich 1 ist. Auch das ist, denke ich, klar. So, und jetzt noch eine weitere Folgerung. Jetzt können wir ein bisschen einfacher formulieren, eine Sprache L ist halb entscheidbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die für jedes Wort aus der Sprache nach endlicher Zeit in einem Endzustand anhält. Aber eben nur für jedes Wort in der Sprache, und für die alle anderen wissen wir nichts. Hier nochmal als Bild. Entscheidbarkeit heißt, ich habe ein Programm, da stecke ich ein Wort rein und diese Frage, ist das Wort in M, wird mit Ja oder Nein definitiv immer beantwortet. Halbentscheider eben nur für den Ja-Fall, für den Nein-Fall wissen wir nicht. So, und jetzt hier ein Satz, wir hatten das eigentlich auch schon gesehen vorhin. Eine Menge M ist genau dann entscheidbar, wenn sowohl M als auch M quer halb entscheidbar sind. Ja? Wenn ich einen Halbentscheider für M habe, ist klar, dann tut der im positiven Fall immer eine Antwort geben. Wenn ich einen Halbentscheider für m quer habe, also für alle anderen Worte, dann tut der genau für alle anderen Worte immer Nein sagen. So, und wie mache ich aus diesen beiden jetzt einen Entscheider? Naja, ich stecke das Wort in beide rein. Und entweder sagt der hier nach endlicher Zeit Ja oder der nach endlicher Zeit Nein. Das heißt, dann habe ich einen Entscheider. Okay, also das ist auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, die Betrachtung von dem Komplement einer Sprache ist oft sehr interessant. So, ja, jetzt haben wir noch zwei weitere eine ist neu. Definitionen, nämlich abzählbar ist alt, das ist nichts weiter Besonderes oder Neues. Eine Menge heißt abzählbar, falls es eine bijektive Abbildung von den natürlichen Zahlen auf die Menge gibt. Ich meine, die natürlichen Zahlen hier, das ist natürlich der Hintergrund von diesem abzählbar. 1, 2, 3 und so weiter. Ich kann quasi jedem Element von der Menge eine Nummer geben. Das ist die Abzählbarkeit. Also letztlich und bijektive Abbildungen. Das heißt, eine Menge ist abzählbar, wenn sie quasi gleich strukturiert ist wie die natürlichen Zahlen. Nehmen wir die reellen Zahlen, die sind nicht abzählbar.
Ja, weil die können wir halt nicht durchnummerieren, das sind zu viele. Oh, jetzt muss ich gerade überlegen, haben wir das eigentlich in dieser Vorlesung schon mal uns angeschaut, diesen Beweis, dass die reellen Zahlen nicht abzählbar sind? Nö, haben wir nicht gemacht, gell? Ich glaube, die lineare Algebra da oben hat es, glaube ich, mal. Ja, okay, genau, ja. Ja, aber wir kommen demnächst zu dem Thema. Oder dass die rationalen Zahlen abzählbar sind. Haben Sie da schon mal einen Beweis gesehen? Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, die rationalen sind abzählbar und die reellen sind nicht abzählbar. Ja. Und das beides wird für uns demnächst interessant werden, wenn wir nämlich über das Halteproblem für Turing-Maschinen reden. Also stellen wir das noch ein bisschen zurück. Ja. Aber klar, also dieser Begriff abzählbar hängt mit der Größe einer Menge zusammen. Die reellen Zahlen sind offenbar zu groß. Ja, die sprengen den Rahmen, da können wir nicht mehr durchzählen. Bei den rationalen können wir noch durchzählen. Ist ja eigentlich komisch, wenn wir uns so einen Zahlenstrahl vorstellen, weil die rationalen Zahlen, die liegen dicht. Zwischen je zwei rationalen Zahlen gibt es wieder unendlich viele neue rationale. Für die reellen gilt es genau das Gleiche. Zwischen je zwei reellen gibt es wieder unendlich viele reelle Zahlen. Aber die rationalen können wir durchzählen, die reellen nicht mehr. Also irgendwie kommt bei den reellen noch was dazu, was so richtig übel ist. Das sind die nicht algebraischen Zahlen und die Transzendenten. Ja? Die sind wirklich zu viel. Ja. Okay, so, jetzt gehen wir das hier gerade mal durch. Für die Abzählbarkeit von M muss F nicht berechenbar sein. Genau, das ist also diese bijektive Abbildung, die muss nicht unbedingt berechenbar sein. Ist M abzählbar und F berechenbar, so ist M auch aufzählbar. Ach so, sorry, die Definition haben wir noch gar nicht angeschaut. Eine Menge heißt aufzählbar, kleiner Unterschied hier, falls M endlich ist oder eine berechenbare bijektive Abbildung von N nach M existiert. Also der Unterschied zwischen hier und da ist vor allem dieses berechenbar. Ja? Weil dieses berechenbar heißt quasi, da oben geht es nur um die Frage, gibt es im Prinzip so eine eine Reihenfolge der Elemente? Hier unten geht es darum, kann ich das auch praktisch durchführen, dieses Nummerieren? Kann ich diese Nummerierung praktisch durchführen? Das ist hier dieses berechenbar. So. Eine endliche Menge ist immer aufzählbar, ist ja klar, weil hier steht, falls M endlich. Eine abzählbare Menge besitzt unendlich viele Elemente. Genau, ist auch wichtig. Also abzählbare Mengen, da ist das endlich ausgeschlossen. Und da die natürlichen Zahlen unendlich sind, ist das klar. Nicht jede aufzählbare Menge ist auch abzählbar. Ja klar, es gibt abzählbare Mengen, für die wir eben keine Turing-Maschine angeben können, die explizit die Elemente aufzählt. Jede aufzählbare unendliche Menge ist aber abzählbar. Ist ja klar, weil das ist eine Teilmenge von dem. Okay, Aufzählbarkeit und Halbentscheidbarkeit. Diese tatsächlich sind Aufzählbarkeit und Halbentscheidbarkeit äquivalent, gleichbedeutend.
Die sind äquivalent und hier haben wir es beide Aussagen. Jede aufzählbare Menge ist halb entscheidbar. Und da haben wir die zweite Aussage, jede halb entscheidbare Menge ist aufzählbar. Aber machen wir uns erstmal Gedanken über die erste. Und vielleicht gehen wir da gerade nochmal zurück zur Definition. Also wir nehmen jetzt an, wir haben eine Menge, die ist aufzählbar. Das heißt, und zwar die endlichen, die lassen wir gleich mal vorne weg. Ja? Wir nehmen also an, wir haben eine unendliche Menge, für die es so eine berechenbare, bijektive Abbildung von den natürlichen Zahlen gibt. Ja. Und jetzt ist die Aussage, diese Menge ist auch halb entscheidbar. Und das wollen wir jetzt mal schnell beweisen. Oder das war das Erste. Genau. Also wir haben eine aufzählbare Menge und die ist halb entscheidbar. Ja, was heißt denn jetzt rekursiv? Also, ja, gut. Also, hier in der Definition steht aufzählbar, aber das hat auch der Hoffmann so in seinem Buch. Aber oft ist der Sprachgebrauch auch so, dass man sagt rekursiv aufzählbar. Ja? Also, aufzählbar und rekursiv aufzählbar ist das Gleiche. Und ich sage auch manchmal rekursiv aufzählbar. Also, wir haben jetzt eine Menge, die ist aufzählbar. Und dieses aufzählbar heißt ja, dass diese Abbildung von n nach m berechenbar ist. Und das hat letztlich zur Konsequenz, wir können ein Programm angeben, das uns für jedes Element aus der Menge die Nummer angibt. Und wir können uns das Programm jetzt zum Beispiel so vorstellen, dass das wirklich die Menge aufzählt. Das Programm spuckt mir das erste Element aus, dann das zweite, dann das dritte, dann das vierte und so weiter. Also, und das ist ja letztlich nichts anderes als die Nummerierung. Ja. So ein Programm haben wir. Ein Programm, das uns die ganze Menge aufzählt. Dann nehmen wir doch jetzt einmal eine Chomsky-Typ-Null-Sprache. Wir wissen ja, die Chomsky-Typ-Null-Sprachen, die sind halb entscheidbar. Weil da gibt es eine Turing-Maschine, die eben die Menge akzeptiert. So. Jetzt nehmen wir so eine Sprache und nehmen an, wir hätten so ein rekursives Aufzählungsprogramm. Also wir haben eine Turing-Maschine, die uns, wenn ich sie starte, der Reihe nach alle Worte von der Sprache erzeugt. Wie können wir jetzt daraus einen Halbentscheider bauen, also einen Akzeptor für diese Sprache? Der prüft einfach die Liste, die aus dem rauskommt, mit dem, was man entscheiden will. Und wenn er das findet, dann beendet das Ding. Ja, genau, das ist die Idee. Genau, so ist es. Aber wir müssen jetzt noch ein paar Kleinigkeiten beachten, weil die Sprache ist ja unendlich. Also wir können nicht einfach mit allem vergleichen, weil mit einer unendlichen Menge vergleichen, das ist nicht trivial. Wir fangen halt bei 0 an, bei dem ersten. Dann lassen wir das Ding einfach prüfen. Ja, und warum haben wir jetzt dann einen Halbentscheider? Weil wenn das, was wir suchen, in der Menge ist, dann beendet es zwangsweise irgendwann mal. Genau. Aber wenn es halt nicht drin ist, dann sucht das Ding sich. Genau, so ist es. Ganz genau. Absolut richtig, das ist es. Ja? Also das heißt, dieser
diese Aufzählungs-Turing-Maschine, die starten wir und vergleichen jedes erzeugte Wort mit unserem Input. Und wenn unser Input drin ist, dann hält das Ding irgendwann. Fertig. Ja, okay. Also damit haben wir gezeigt, dass jede aufzählbare Menge halb entscheidbar ist. Jetzt die andere Frage. Gegeben eine halb entscheidbare Menge, wie können wir jetzt so ein praktisch eine Aufzählung angeben? Wir haben eine halb entscheidbare Menge und jetzt ist gesucht eine Turing-Maschine, die Menge aufzählt, die der Reihe nach alle Worte aus der Menge aufzählt. Ja, wie könnte man das machen? Also wir haben, wie gesagt, so einen Halbentscheider, also im Prinzip einen Akzeptor für die Menge. Wie können wir den jetzt so umbauen, dass der uns alle Elemente aus der Menge aufzählt? Ja, also die Idee ist auch nicht weiter schwierig. Und zwar, wir können ja, wir wissen ja das Alphabet von unserer Sprache. Ja, Moment mal, wie ist denn das jetzt, die Menge? Haben wir jetzt, ja. Ja, also wir können jetzt ja zum Beispiel annehmen, dass die Menge eine Teilmenge von den natürlichen Zahlen ist oder dass es irgendwelche Worte sind, basierend auf dem Alphabet. Das ist beides gleichbedeutend. Ja? Weil nämlich Sigma Stern ist immer abzählbar. Und deswegen, genau. So. Das heißt, unsere Menge ist irgendeine Teilmenge von den natürlichen Zahlen. Und wir nehmen an, das ist eine entscheidbare Teilmenge von den natürlichen Zahlen. Ist eine halbentscheidbare Teilmenge. Und wir haben so einen Halbentscheider gegeben. Und jetzt gehen wir einfach her und basteln ein neues Programm, das alle natürlichen Zahlen aufzählt. Es fängt an mit der Zahl 1. Die werfen wir in unseren Halbentscheider rein. Und schauen, was der antwortet. Wenn der sagt, die Zahl 1 ist in der Menge drin, wunderbar, dann geben wir die aus. Wenn der sagt, die 1 ist nicht in der Menge drin, dann geben wir sie nicht aus. Problematisch wird es natürlich, wenn der jetzt in die Endlosschleife reinrennt. Weil dann terminiert er nicht und kommt nie zurück. So. Und jetzt kommt der Trick.
jetzt gehen wir her und für einen Moment, vergessen wir mal die Turing-Maschine, wir nehmen unseren Linux-PC. Ja? Und wir wissen, auf dem können wir viele parallele Prozesse starten. Das heißt, wir starten den ersten Prozess und lassen den Halbentscheider laufen. Und wenn der jetzt in seiner Endlosschleife hängt, dann starten wir einen parallelen zweiten Prozess mit der 2. Und das machen wir genauso mit der 3, 4, 5, 6, 7. Wir kriegen quasi immer mehr parallele Prozesse, die da auf unserem Rechner laufen. Ich meine, viele terminieren ja auch, aber all die, die nicht terminieren, die lassen wir einfach weiterlaufen und starten einen neuen parallelen Prozess und wieder einen neuen parallelen Prozess und wieder einen neuen parallelen Prozess. Die behindern sich natürlich alle gleichzeitig. Das heißt, wenn wir dann n Prozesse haben, dann ist der Rechner um einen Faktor n langsamer als davor. Aber er rechnet immer noch. Ja? Und so machen wir das immer weiter. Und alle die Zahlen, die in der Menge drin sind, die werden auch irgendwann ausgegeben. Und alle anderen nicht. Soweit klar? Braucht man jede Menge Rechenleistung, oder? Nein! Wir brauchen nicht jede Menge Rechenleistung. Wir brauchen bloß einen Rechner mit einem Gigahertz oder sonst was. Ja? Allerdings brauchen wir jede Menge Speicher, das ist richtig. Ja? Wir brauchen jede Menge Speicher. Aber das Coole an der Turing-Maschine ist ja, die hat unendlich viel Speicher. Das geht nur mit unendlichem Band. Wenn ich ein beschränktes endliches Band habe, dann ist irgendwann Schluss. Dann passt irgendwann der Prozess nicht mehr rein. Aber Rechenleistung braucht man nicht viel. Natürlich, wenn wir jetzt unendlich viele parallele Prozessoren noch hätten, dann könnte man das sogar in Fullspeed durchziehen. Aber das ist der einzige Unterschied. Der einzige Unterschied ist, es geht halt dann schneller. Ja, ist das klar geworden? Ja? Akzeptieren Sie das als Beweis? Weil dann braucht man nämlich den anderen mit dieser modifizierten Cantor-Funktion nicht mehr anschauen. Das ist eigentlich nichts anderes als quasi mit Turing-Maschinen diese parallelen Threads oder Prozesse irgendwie simulieren, implementieren. Ja, genau. Aber das, wie gesagt, das würde ich gerne auch jetzt aus Zeitgründen weglassen, da jetzt genau auf diese Cantor-Sache einzugehen. Gut, ja, damit haben wir jetzt ein paar Dinge kennengelernt und hoffentlich auch verstanden. Nämlich, eine Menge ist genau dann aufzählbar, wenn sie halb entscheidbar ist. Ja, das haben wir gerade eben gezeigt. Und zusammen mit diesem Satz über die Komplemente können wir jetzt auch noch sagen, eine Menge ist genau dann entscheidbar, wenn M und ihr Komplement aufzählbar sind. Wir hatten ja den Satz, eine Menge ist genau dann entscheidbar, wenn M und ihr Komplement halb entscheidbar sind. Da halb entscheidbar und aufzählbar aber äquivalent sind, können wir das natürlich auch so formulieren. So, ja, eine kleine wichtige Bemerkung ist auch noch, dieser Begriff der Entscheidbarkeit ist für Mengen definiert und nicht für Berechnungsprobleme. Also wir sagen, eine Menge ist entscheidbar und wir sagen nicht, ein Berechnungsproblem ist entscheidbar. Ja? Ja. Genau. Und dieser Zusammenhang mit Problemen, den haben wir jetzt hier. Ich kann ein Problem formulieren, das zum Beispiel heißt, erfüllt E die Eigenschaft, also klein E die Eigenschaft groß E. Also erfüllt, hat zum Beispiel eine Zahl, eine natürliche Zahl, die Eigenschaft prim zu sein. Das ist ein Problem, das ist eine Frage. Aber diese Frage ist eigentlich gleichbedeutend mit der Menge groß ME mit der Menge der Primzahlen. Ja? Also die Frage,
ist eine Zahl prim, ist gleichbedeutend mit der Menge der Primzahlen. Oder gleichbedeutend mit der Frage, ist die Menge der Primzahlen entscheidbar? Und in der theoretischen Informatik wird eigentlich immer nur über Sprachen geredet. Ja, und Sprachen sind nichts anderes als Mengen. Und wir eben, und die Entscheidbarkeit ist eben für Mengen definiert und nicht für Probleme. Aber zu jeder Menge oder ja, können wir natürlich jetzt die Frage stellen, gehört eine Zahl, ein Wort zu der Menge oder nicht? Das ist dann das zugehörige Entscheidungsproblem, das Wortproblem für Sprachen. Okay, ja, und jetzt wollen wir uns mal Gedanken machen über unentscheidbare Probleme. Unentscheidbare Probleme. Sorry, jetzt habe ich schon wieder die etwas unsaubere Sprache vorhin. Gerade eben habe ich gesagt, wir reden ja nur noch über Mengen oder Sprachen. Ja? Also eigentlich müsste die Überschrift für die Folie heißen unentscheidbare Mengen. Oder unentscheidbare Sprachen. Und es ist ganz einfach zu beweisen, dass es nicht entscheidbare Sprachen geben muss. Es ist ganz einfach, und zwar durch ein ganz einfaches Abzählargument. Schauen Sie, was ist eine Sprache? Eine Sprache ist nichts anderes als eine Teilmenge von Sigma Stern. Und wie viele Sprachen gibt es denn? Hier haben wir die Menge aller Sprachen auch wieder. 2 hoch Sigma Stern. Ja? So viele Sprachen gibt es. Wie groß ist denn Sigma Stern? Das müssen wir uns noch mal kurz überlegen. Also fangen wir noch mal bei den Basics an. Was ist denn Sigma? Sigma ist unser Alphabet. Okay? Das Alphabet muss immer endlich sein. Endliches Alphabet Sigma. Jetzt bilden wir die Menge aller Zeichenketten über dem Alphabet Sigma. Wie groß ist denn die? Wie groß unendlich? Wie groß unendlich ist Sigma Stern? Gerade eben hatten wir die Definition von abzählbar. Also das ist die Frage, ist Sigma Stern abzählbar? Also ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ist Sigma Stern aufzählbar? Das heißt, können wir alle Worte aus Sigma Stern vielleicht sogar durch ein Programm uns hinschreiben lassen? Vielleicht fällt Ihnen die Frage sogar leichter zu beantworten als die Abzählbarkeit. Das muss halt aufzählbar sein, wenn wir ein Programm schreiben, dass uns einfach alle kombinatorisch zusammenfügt. Wie würde das Programm aussehen? Das Programm gibt es, klar, und das ist auch gar nicht weiter schwierig zu programmieren. Und zuerst alle Worte der Länge 1 ausheben, genau. Alle Worte der Länge 2 und jeweils ja. Kombinieren. Klar, alle Worte der Länge 2, dann alle der Länge 3, dann alle der Länge 4 und so weiter. Ja. Und das sind ja, das können wir ja auch sagen, das sind immer endlich viele für eine bestimmte Länge. Also können wir die alle aufzählen. Also ist Sigma Stern rekursiv aufzählbar und damit auch abzählbar. Okay, aber wir haben eine ganz andere Frage gehabt. 2 hoch Sigma Stern,
die Menge aller Teilmengen von Sigma-Stern. Wie groß ist denn die? Und das ist übrigens dieses Teil hier. Hier. Die Menge aller Sprachen. Genauso wie hier. Die Menge aller Sprachen. Wie groß ist die? Die ist tatsächlich nicht mehr abzählbar. Die ist überabzählbar. Das heißt, die ist quasi so ein Kontinuum wie die reellen Zahlen. Und damit ist die Menge aller Sprachen tatsächlich viel größer als Sigma Stern zum Beispiel. Das heißt, da kommt eine neue Qualität von unendlich rein. Okay. So, das ist dieses linke Teil hier. Also dieses gestrichelte Teil ist das hier. Und da wissen wir jetzt, das ist sehr groß. So, und jetzt schauen wir das an, was da auf der rechten Seite ist, nämlich die Menge aller Turing-Maschinen. Und diese Menge ist nämlich abzählbar. Und jetzt haben wir nämlich was ganz Interessantes erkannt. Wir haben nämlich erkannt, dass diese Menge hier viel kleiner ist als die Menge. Also das Bild, das täuscht jetzt. Eigentlich müsste man diese Menge da als einen winzigen Punkt, darstellen im Vergleich zum riesigen Kasten hier. Stellen wir das für einen Moment zurück, zu beweisen, dass die Menge der Turing-Maschinen abzählbar ist. Nehmen wir es jetzt einfach mal als gegeben an. Wir haben abzählbar viele verschiedene Turing-Maschinen. Wir haben aber überabzählbar viele Sprachen. Jetzt ist es natürlich so, eine Turing-Maschine kann natürlich nur das Wortproblem für eine Sprache lösen. Ja? Jetzt haben wir also ein Problem. Wir haben überabzählbar viele Sprachen, aber nur abzählbar viele Turing-Maschinen. Ganz abgesehen, dass von diesen abzählbar vielen Turing-Maschinen die allermeisten gar keine Sprachenentscheider sind, sondern andere. Haben wir das Problem, dass für fast alle Sprachen kann es gar keine Turing-Maschine geben, die das Wortproblem löst. Das heißt, ganz viele Sprachen sind unentscheidbar, weil wir zu wenig Turing-Maschinen haben. Ich meine, das ist ungefähr so, wie wenn, wir haben hier am Tisch 15 Leute sitzen, aber bloß 3 Stücke Kuchen. Ja? Dann kriegen halt die meisten Leute keinen Kuchen ab. Oder wir haben 100 Aufgaben, die zu bearbeiten sind, aber bloß 3 Arbeiter und beschränkte Zeit. Also können bloß 3 Aufgaben gelöst werden, nicht. Also das heißt, dieser Beweis, es gibt unentscheidbare Sprachen, ist ein reines Abzählargument. So, wir haben verstanden, dass es überabzählbar viele Sprachen gibt, weil es eben wegen diesem 2 hoch Sigma Stern. Jetzt ist die Frage, warum ist die Zahl der Turing-Maschinen abzählbar? Warum ist die Zahl der Turing-Maschinen abzählbar?
Wie würden Sie da jetzt anfangen, das zu beweisen? Sieben Tuppel, glaube ich, waren es. Ja. Damit können wir dann alle aufzählen, die es gibt. Genau, also das ist jedenfalls die richtige Richtung. Die Turing-Maschinen, das sind sieben Tuppel. Und jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch überlegen, wie viele solche sieben Tuppel gibt es. Ja? Das ist die Frage. Aber ganz wichtig an der Stelle ist, eine Turing-Maschine ist ein endliches Gebilde. Also dieses, ich meine, das Siebentuppel besteht aus sieben Elementen. Ja? Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie groß können die einzelnen Elemente sein. Das geht los mit dem Eingabealphabet. Das muss endlich sein. Dann kommt das Bandalphabet, das muss auch endlich sein. Startzustand ist endlich. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir die Zustandsübergangsfunktion. Ja, da wird es jetzt interessant. Die kann groß sein. Wie groß kann sie sein? Auf jeden Fall endlich. Weil die Zahl der Regeln muss endlich sein. Und jede Regel wiederum ist bloß ein Fünftuppel. Also die Zustandsübergangsfunktion ist auch endlich. So, was haben wir denn dann noch? Die Menge der Endzustände ist auch endlich. Und ich glaube, dann sind wir etwa durch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also, wir kommen jetzt zu dem Schluss, eine Turing-Maschine ist nichts anderes als eine endliche Zeichenkette. Genauso wie übrigens wie C-Programme zum Beispiel. Und jetzt fragen wir uns, wie viele, also die Menge der Turing-Maschinen ist eine kleine Teilmenge der Menge aller Zeichenketten über einem Alphabet. Die Menge aller Zeichenketten, wissen wir ja, Sigma Stern, ist abzählbar. Also ist die Menge der Turing-Maschinen auch abzählbar. Oder ist sie vielleicht sogar endlich? Nein, ist nicht endlich. Warum gibt es unendlich viele Turing-Maschinen? Warum gibt es unendlich viele C-Programme? Können wir noch am Schluss ein Zeichen dranhängen. Eben, weil die Länge nicht begrenzt ist. Das ist genauso bei den Turing-Maschinen. Ich kann immer noch eine Regel dazu schreiben. Okay. Ja. Oh ja, genau. Machen wir Schluss, ja. Okay, also das, jetzt haben wir diesen ganz wichtigen Satz bewiesen. Wir haben jetzt bewiesen, es gibt unentscheidbare Probleme. Moment, ist das eigentlich hier noch formuliert? Ja, ne, genau. Also, ja. Der Satz ist nicht als Satz formuliert, aber was jetzt nachher kommt, ist eben der Beweis, dass Sigma Stern überabzählbar ist. Ja? Aber das machen wir dann beim nächsten Mal.